Für 99 kriege ich die 3 hier. Oh Gott, das würde zu bitter werden. Da kriege ich ja nochmal 60% Überdehnung. Ich bin schon bei 128. Da muss man schon aufpassen wie ein Schießhund. Ich nehme mir lieber die 2 hier. Da, Franche-Comté geht an die Steiermark. Und die Bourgogne ebenfalls. Und Österreich gibt 2 Kernprovinzen an die Niederlande zurück. So, du kriegst jetzt Thessalien. Gut. So, wir müssen koren. 92. 92. Den kriege ich als erstes weg. Fangen wir hier an. Lokale Autonomie ist recht egal. Ihr seid auf dem Weg. Gut. Bitte hierhin mit euch. Bitte hierhin mit euch. Okay. Das wird jetzt gierig. Das wird jetzt eine schwierige Zeit. Es ist so viel rot. Sagt der ein oder andere clevere EU4-Spieler natürlich. Ja, Günner, hetzte mal. Nicht so viel erobert wie so ein Geisteskranker. Da hat er recht. Ich konvertiere dich. Geh auf Stabilität. Will den Unruhewert senken nach Möglichkeit. Wen muss ich als nächstes demütigen? Polen. Ah, das wird Spaß machen. Ja, da sind sie schon. Ach, Österreich ist kein gültiger Rivale mehr. Oh, shit. Seriously? Okay, krass. Oh, ich kann Schweden nehmen. Das ist ja cool. Ich glaube, Schweden ist am einfachsten. Russland hat Schweden ja auch als Rivale. Komm, gib mir Schweden als Rivale. Ah, nee, du hast sie gar nicht als Rivale. Okay. Dann muss ich denen jetzt möglichst bald den Krieg erklären. So, ab nach Salzburg. Wo habe ich zu viele Beziehungen? Nee, ich habe noch einen Rivalen, den ich aufkündigen muss, ne? Nee, nicht einen Rivalen, den ich aufkündigen muss, sondern einen Vasallen, den ich annektieren muss. Aber dich will ich eigentlich noch nicht annektieren. Kann ich mit Bulgarien nicht anfangen? 52, das ist ja relativ bald schon, ne? Der Kaiser will sein Land zurückhaben. Fuck you, ey. Ja, ist okay. Ui!
Das sind jetzt aber ganz schön viele Revolten auf einmal. Wie lange dauert das noch? Aus Friesland, Osnabrück, wir haben sie gleich. Dann ist unsere Überdehnung ein gutes Stück runter. Geht mal nach Leipzig. Gib mir den nächsten Chor, bitte. Ich brauche jetzt einen Chor. Ich brauche einen Chor. Wir schaffen das noch. Missionar in der Steiermark, bla bla bla. Ah ja, okay. Ja, dann brich den mal ab. Weil das Koring ist wichtiger. Ah ja, da bist du ja schon. Ja, nimm mal den Friedrich Rainer. Nee. Moment. Okay, gut, es ist egal, von wo ich angreife. Gut. Aha, sehr gut. Und Schweden hat hervorragend. Schweden hatte ich annektiert. Das ist super, okay. Das ist nicht verkehrt. Mit wem ist Schweden denn verbündet? England und Bremen. Mhm. Auf Bremen habe ich Ansprüche. Ja. Uah, wird das rot? Ist das rot? Bitter. Bitter, bitter. Genau, lauf da runter. 724, ja, wir arbeiten dran, wir kommen langsam wieder runter. Weil wir uns halt einen viel zu teuren Anführer leisten. Ihr wisst, was ich meine, ne? Einen viel zu teuren Berater leisten. Ah, gut, kein Überquerungsmalus. Und Bulgarien hilft sogar noch mit. So. Georgien, mit wem bist du denn im Krieg? Mit Gazimuka von mir aus. Ich hatte tatsächlich noch einen Terrain-Malus gekriegt, so. Wir haben einen Agenten aus Münster entdeckt. Und ich krieg hier rebellische Einstellungen jetzt noch, so ein Scheiß, ey. Die Volksfront von hier, wo ist die Bundeswehr?
Nie ist die Bundeswehr da, wenn man sie braucht. Die 10 Armee-Tradition will ich aber jetzt noch nicht verlieren. Mein Maramarosch, okay. Oh, nicht so geil. Nicht so geil. Lauf mal ganz schnell da runter. Du läufst mal nach Marosch, bitte. Oh, shit. Ich habe Rebellen in Minsk. Ach so, weil das Katholiken sind, oder was? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das hatte ich ja total vergessen. Die haben jetzt die Autonomie erhöht. Du bist ja eine Pappnase, ey. Ohne Witz. Deutschland bekommt heretische Toleranz. Nö. Obwohl. Nee. Schaffst du das noch? 31. August ist in 3 Tagen? Ja, okay. Fies Kind. Fies Kind. Republikanische Rebellen hätte ich jetzt auch irgendwie ganz gerne. Oh ja, bitte macht Österreich so richtig nass. Klar, verliere ich 100 Diplomacht. Brauche ich auch gar nicht. Jetzt langsam trollt mich das Spiel, aber wirklich ein bisschen, habe ich den Eindruck. Aha, Technologie kostet minus 10. Wir haben die... Was? Aha. Wir haben die Auswirkung von Reichsintegrität verloren. Reichsintegrität beeinflusst uns nicht länger. Warum nicht? Weil ich jetzt Deutschland bin, kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ah, puh, endlich ist meine Militärkosten Diplotech, bitte. Mich echt gut vermöbelt, muss man auch einfach sagen. Aber mein schlimmster Feind ist und bleibt einfach mein Monarch, ne? Der ist einfach nur mega scheiße und er will einfach nicht krepieren. Es ist so widerlich. So. Jetzt haben wir aber hoffentlich bald. Jetzt
fass mir die mal gerade zusammen. Warum habe ich hier sächsische und gustavische? Oh, stimmt. Ich habe ja Truppen von Dings geerbt, ne? Ja. Stimmt. So, ich muss auch gerade schauen, wo wir noch Söldner haben, denn die kann ich jetzt, glaube ich, so langsam auflösen. Gut, okay. Oh, Jesus Maria. Hier direkt ein Embargo gegen Schweden. Endlich! Oh yes! Bremen hat sich eine Koalition gegen uns angeschlossen. Shit. Okay, 5-3-1. Besser. Besser. Neue Thronfolge 3-2-6. Besser. Viel besser. Oh Gott, und meine Legitimität ist ganz schön runtergegangen. Mhm. Ja. Wann kann ich Bulgarien nochmal annektieren? Mai 52. Ist bei 100, fein. Spanien. Wie sieht denn das bei uns aus? 73. Gut, England. Kommen wir auch nochmal her. Verbessern wir nochmal die Beziehungen ein bisschen. Wird den Part übrigens ein bisschen zurechtschneiden müssen. Das tut mir leid an der Stelle. Schweizkirchenstadt Aachen, Pisa wird ja immer mehr. Wir haben erfolgreich konvertiert. So, dann wartest du noch genau einen Monat. Und wir missionieren. Wir haben Handelskriegsgrund gegen Bremen. Ja. Alles mit den internen Konflikten, das schaukeln wir noch. Das ist kein Problem. Wir kriegen sogar wieder Geld. Ist doch hervorragend. Wir können 5 Schiffe bauen. Mit wem bist du verbündet? Mit Schweden, Münster und Utrecht. Ja, okay. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt mit dem Krieg gegen Schweden machen will, aber ich will auf jeden Fall einen Krieg gegen Schweden vom Zaun brechen. Und ich glaube, Bremen sollten wir auch noch irgendwo uns zu Gemüte führen. Ich meine, wir haben ja hier überall Ansprüche drauf, ne? Die gelten noch bis 68, ne? Nur 17 Jahre. Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Ja, ich verliere lieber ein bisschen Diplomacht. Dafür hätte ich jetzt gerne hier verbesserte Beziehungen mit der Steiermark, bevor die das Bündnis knicken. Ah ja, da sind noch die verbesserten Beziehungen ganz schön runter. Oh, ich habe keine Staatsehe mehr. Komm sofort her. Das machen wir natürlich noch.
egal wie alt der Typ ist, aber ich will das. Okay, 28, super, der ist nur jung. Oh, 213. Ja, aber ich will den auf jeden Fall halten. Jesus Maria, guck dir das an. Ja, ja, die Niederlande sind ein guter Verbündeter. Die kriegen auch gleich nochmal eine ganze Menge Provinzen. Plus 77 durch die Gebietsrückgabe. Boah, ey, aber haben wir Österreich so zerkloppt? Ist das so krank, ey. Mann, Mann, Mann. Augsburg wird mit folgenden Provinzen entlassen. Augsburg, alle anderen bleiben im Besitz beim Verlassen des Reiches. Nee, 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 nee. Das ist nicht wirklich realistisch. Aber ich bin angeblich hier noch drin. Reichsregiment aufgrund plus 100. Menschlicher Spieler und Schritt plus 100. Ha. Huh. Naja, vielleicht müssen wir es doch noch irgendwie auflösen, ne? Also, das heißt, Böhmen, Köln, Kirchstadt und Bremen. Okay. Ja, das müssen wir auf jeden Fall, das müssen wir wirklich nochmal versuchen. Also ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass wenn ich mit dem Kaiser im Krieg bin, dass ich dann nicht noch einem anderen, einem Kurfürsten oder einer anderen Nation im Reich den Krieg erklären kann. Das hatte ich total vergessen. Bremen ist auch Koalitionsmitglied. Wie groß ist denn die Koalition? Aachen, Kirchenstadt, Schweiz, Lüttich, Lothringen, Aquileia, Mantua, Ulm. Heißt, doof wäre halt, England würde nicht mitmachen auf meiner Seite. Aber der Witz wäre ja, Moskau, Niederlande, Venedig und Steiermark würden mitmachen. Utrecht, Münster, Schweden. Dann sollte man halt eher Schweden den Krieg erklären. Da kann ich nämlich ohne England leben. Vor allen Dingen, weil Moskau halt mitmacht. Und Moskau wird Schweden ja sowas von überrennen. Das sehen wir leider beim nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute und sage, macht's gut, bis bald. Tschüss.